Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Knights of Azure. Wie ihr gesehen habt, vor ein paar Sekunden. Ja, ich war mal offscreen draußen und hab eine Quest, glaube ich, tatsächlich mal gemacht, die mit den Hunden. Ich habe auch eine über 700er Combo mal hingekriegt mit diesen Hunden. Also ja, das hat auch super funktioniert. Ist aber nur für einen Trophäe, also von daher. Ja, nur offscreen weitermachen mit Quests kann ich nicht, weil Events! Also Events. Und offscreen Blut sammeln konnte ich auch nicht, weil überall Events sind. Das ist schon krass. たとえこの世界が目覚めぬ夜に包まれても我が研究室はアナさんを歓迎します。しつこい男は嫌われるぞ。殿方は引き際が肝心です。うるさいですね。ずっと嫌われっぱなしなんですから、これ以上嫌われることなんかないですよ。 Ja, also wirklich. Oh. Jetzt weiter. Das ist traurig. Machen wir. Ja. Da haben sich... Zwei Tage noch. Da hat sich das ja jetzt unglaublich gelohnt, dass ich nicht die Events so gesehen alleine gemacht habe, aber... Gut, weiß man ja nie vorher. Was haben wir denn da schon wieder? Achso, ja, er soll ja in dahin abgehen, was auch immer. Soll die Katze sonst wohin gerannt sein? Ist mir auch egal. Ich gehe dahin, besorgt mir alles, was ich brauche. Achso, es war ja nicht die Katze. Entschuldigung. Stimmt, einer meiner Spielzeugsoldaten ist da abgehauen. Wobei ich mich tatsächlich frage, ist es einer meiner Spielzeugsoldaten oder ist es allgemein ein Spielzeugsoldat, der da dann mal einfach mal sich zum Hobby gemacht hat, da reinzurennen? Ich habe keine Quest festgelegt, ich bin ein Idiot. Wobei ich damit rechne, dass ich hier nach eh wieder rausgehen kann. Dann wäre es nicht so schlimm, weil... Dann habe ich nichts davon. Aber wir werden sehen, wie das hier läuft. Wie ich wohin muss. Wie ich wann wohin muss, vor allen Dingen. Einfach mal gucken. Einfach mal durchs Feuer. Ich meine, ich kriege hier auch so wenig Blut, dass es sich eigentlich schon überhaupt nicht lohnt und ich hier durchrennen sollte. Wollen sie sich gegenseitig vergiften? Ein Cupcake? レシピブックは返してもらったぞ。もうどこをどうやればカップケーキが爆発するんだよ。こうなったらレシピを確認して危険な箇所を書き換えるぞ。何より今日はとっても大切な日。オーナスと再会できたのも彼女あの頃のままだ嬉しいの。 今日の記念にお母さんに教えてもらったカップケーキ思い出して作ってみる。爆発せず美味しく出来ますように。これリュリーチェスの日記だったんだな。Hätte's auch sagen können。アナス様、リュリーチェスどうしたの。私アナス様が出かけてから心配で心配で Sowas aber auch.
Also ich kann mir nur vorstellen, dass diese Tees zu... Nee, nicht Tees, diese Cupcakes zu essen, die reinste Qual sein dürfte. Holy crap. So, ich suche jetzt eigentlich einen Ausgang. Den suche ich aber auch nur, weil es sich jetzt halt nicht lohnen wird, noch großartig hier rumzuhängen. Sonst würde ich es ja machen, aber... Ne. Einfach auf die Schnelle durch. Wir könnten natürlich auch nochmal den Boss herausfordern, aber ich glaube, das bringt nicht unbedingt was. Ich kann auch falsch liegen, aber... Ne. Ich denke einfach, das wird nichts bringen. Ergo kann ich genauso gut da hier durchdüsen. Funktioniert ja sogar einigermaßen. Mal abgesehen davon, dass ich, wie gesagt, vergessen habe, eine Quest zu aktivieren. Und das ist schon irgendwie blöde. Es war jetzt nicht so, dass ich mich drüber finanziere, aber ich finanziere mich teilweise darüber. Ja, kann auch verkauft werden. Ich habe immer noch nicht mit dem Menü mal aufgeräumt, aber kommt noch, kommt noch. Das zählt jetzt aber auch nicht als Tag, ne? Nein. Verdammt. So, Quests, was haben wir denn? Katze da unten. Da wollen wir hin, also können wir es mitnehmen. Also ihr wisst doch nicht, dass ich dahin will, aber wir wollen dahin. Unser Hund hört nicht mehr, ja. Hunde finde ich gut, um Hunde kümmern wir uns. Des Weiteren dann... Wie sieht's aus hier? Kann ich schon lernen, was ich wollte? Botanist? Na fein. Aber nein, kann ich damit noch nicht. Ich brauchte ja 25, 25, 25. Da arbeiten wir dran, sind wir aber noch nicht ganz dabei. Das heißt... Jetzt habe ich also... Gardening. Nicht schlecht. Aber wir brauchen... Das ist gut. Bisschen in der Sonne liegen. Kommt so komisch pervers wieder rüber. Egal. Außerdem, wenn ich mal hochkäme, müsste ich doch, genau, den Steingolem, Holzgolem, was auch immer. Können wir jedenfalls auch beschwören. Sieht aus, als hätte er einen Schnauzer. Nee. Taco. Taco finde ich ja... Gung, Glor, Pekaten. Ja, dann heißt er Taco. Wunderbar. Okay. Mir wurde vorgeschlagen für Entwicklung etc. Ist eigentlich egal, warum ich es mache. Ich kann es so machen. Wurde mir vorgeschlagen, halt die Werte zu verbessern, weil sie ja auch da unten diese Hubbel freischalten. Aber ich denke mal, Entwicklung wird sie nicht geben, aber die Hubbel kann man voll machen. Vielleicht haben sie auch auf dem Maximallevel dann eine Entwicklung. Das werden wir dann irgendwann mal merken oder auch nicht. Muss halt nur gucken, von wem ich was habe und von wem nicht. Du warst doch nicht immer rot, oder? Da kann mir doch keiner erzählen, dass der sonst rot war. Warum bist du jetzt rot?
Also irgendwas muss ja mit denen dann auf höheren Leveln passieren, ne? Die wechseln die Farbe, das... Da bin ich mir ja nicht ein. Bin ich mir das ein? Nein. Die wechseln alle die Farbe. Ob das dann im Endeffekt gut ist, wir werden sehen. Und falls jemand fragt, ja, ich bin zu faul nachzugucken, was die gerade, was die eigentlich haben müssten. Bei manchen weiß ich's, aber naja. Ne? Also wir haben die Hubble voll gemacht. Ob das, also das Gute ist, hier überwiegt dann auf jeden Fall gelb, deswegen, blau, deswegen könnte ich da mal die andere Form anmachen, aktivieren. Wir werden sehen, wie das noch zustande kommt oder was das bewirkt. Ja, wie gesagt, wir müssen ins Housing Quarter. A, gibt es hier diese Quest, die generiert wurde. Zweitens ist da ja jetzt eine Sidequest, eine Nachtsidequest vorhanden. Aber ja, meine... Also... Ups. Aber wir könnten es mal ausprobieren. Das ist die etwas... Ich will jetzt nicht sagen schwächliche Gruppe, das ist ja nicht ganz richtig dann, aber... Das ist die etwas andere Gruppe. Das klingt eigentlich immer noch furchtbar, wenn man das so sagt, die etwas andere Gruppe. Naja. Ist jedenfalls die Gruppe, mit der ich ja primär eigentlich nicht viel kämpfe, aber wir können... Eigentlich müsste ich sie doch gar nicht erst verwenden erstmal, aber... Der Punkt ist, wir können sie aber mal draußen lassen und dann... die Verwandlung damit durchmachen. Ich bin mal gespannt. Neue Form ist immer gut. Neue Form, neues Glück, so nach dem Motto. Da wir jetzt eh den ganzen Korridor hier entlang gehen müssen. Auf der Suche nach neuen Items. Besseren Items, wie auch immer. Ja, Commander. Für, ich glaube, 1000 Mal ein Kommando geben. Das Kommando, was ich ja am meisten gebe, ist einfach nur trink Blut. Und das zählt scheinbar schon dazu, also... Das ist ganz praktisch gewesen. Und da war die Form frei. So, go! Eine Eishexe? Also im Prinzip kann ich damit einen Bankkreis erschaffen, der meine MP regeneriert. Oder SP sind es ja hier, ne? Ja. Ist ja auch interessant. Ist halt jetzt nur nicht eine Form, die ich bevorzugen würde gerade. Aber gut zu wissen, dass wir es können. Phantommagier. Ja, offscreen hätte ich jetzt tatsächlich hier drin unter anderem, also immer diesen Weg hier genommen, um bis zur Schlossruine zu gehen. Das gab mal so grob geschätzt 16.000, 18.000 Blut, je nachdem wie gut der Run lief. Habe ich ja mal mitgekriegt im LP selber. Aber da überall Events rumliegen und ich keine Cutscene verpassen möchte, ne? Ich meine, diese Quests sind was anderes, die sind sinnlos, tatsächlich sinnlos, aber die Events, naja. Miso-Suppe. Miso-Suppe. Da reagiert sie zumindest nicht so aggressiv drauf wie auf Tomaten. Ob das jetzt ein gutes Zeichen ist, ich weiß es nicht. Ich kann mich übrigens tatsächlich immer noch mit der Pistole nicht wirklich anfreunden. Kann aber sagen, sie ist unglaublich gut, um Ketten aufzubauen.
Abgesehen davon ist es mir halt egal, aber es... Man kann eine Menge damit machen. Von daher beschwere ich mich nicht großartig. Es ist halt nur nicht unbedingt meins. Wunderbar, und jetzt mach noch die hier kaputt, Kumpel. Komm her, mach kaputt. Ja, ich bezweifle, dass wir heute was Neues gebietstechnisch sehen werden. Aber auf jeden Fall haben wir neue Events. Und wir werden unsere Quests natürlich beenden, um damit auch wieder ein bisschen was Neues zu sehen. 110. Ja, die Hasenform oder Mondform, die finde ich gut. Oder wie war das? Hase vom Mond, ne? Was ich natürlich auch weiß durch das Leveln, wo ich dann unweigerlich irgendwo reingeraten bin, wo ich nicht hin wollte. Sobald ich jetzt gleich das Schlossgebiet betrete, werden wir auf Lloyd treffen. Und der wird die nächste Quest haben für uns, beziehungsweise diese Sucht die Edelstein-Questnummer. Deswegen konnte ich im Schloss selber auch nur einen einzigen Bildschirm betreten, ohne eine Cutscene auszulösen. Ergo war nichts mit offscreen ein bisschen Blut sammeln. Leider nicht. Aber ja, so eine Mischung aus dem Hasen hier und den Kanonenschüssen war perfekt geeignet, um... Kann ich da einfach durchlaufen? Scheinbar. War perfekt geeignet, um die Combo aufzubauen. Muss sagen, war ziemlich krass. Aber, naja. Wie gesagt, gebracht hat mir das jetzt augenscheinlich nichts. Auch kein riesen Blutmultiplikator oder so. Aber auch da, ich höre mir gerne an, dass ich völligen Unsinn laber und der Blutmultiplikator damit natürlich riesen Sprünge gemacht hat und ich deswegen jetzt eigentlich reich sein müsste. Bin ich halt immer noch nicht, aber... Wenn es so wäre, wenn es so gehen müsste, könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Ich bin ja jetzt wirklich, ich bin tatsächlich mal sehr, sehr gespannt, ob die sich irgendwann entwickeln können. Dann sind sogar beide Quests hier. Macht die Sache für mich zwar einfacher, aber unerwartet. Ja, bei ihm waren wir ja eigentlich stehen geblieben beim 2:0. Bin ich mal gespannt, wie das ausgehen soll. Tod. Natürlich ist es unmöglich, wenn man sagt, es ist unmöglich. Man muss durchhalten, Kätzchen. Durchhalten! Und vielleicht ein bisschen durch die Gegend wibbeln, wubbeln wie ich. Das hilft zwar nicht, ist aber vernünftig anzugucken. Mit vernünftig war nicht lustig. Wie ihr seht, werde ich auch mal, oder gehe ich tatsächlich auch mal auf euch ein und wechsle mal die Waffen. So hin und wieder. Komm, gib mir irgendwas Schönes. Nein, obwohl, Wolfsfang. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob Wolfsfang tatsächlich die... Wie sag ich das jetzt vernünftig? Das Item ist, mit dem ich den Wolf rufen konnte, oder ob das was komplett anderes wieder war. Mal sehen. Ich wollte die Waffe wechseln, danke. Habe ich gewechselt, danke. Ist manchmal für mich tatsächlich schwer zu sehen, ob sie es gemacht hat oder nicht. Aber alles cool. Alles im grünen Bereich, alles gemacht. Ja, also kein Wald betreten. Gab's den Wald? Nein.
Truppenhaus, ja. Wald, nein. イズルモリって落とし物だったの？ロイドが探してるって言うからてっきり曰くのある品かと思ってた。ああ、嬢ちゃん。期待に添えずがっかりさせたか？落とし物の方が気楽でいいよ。じゃあ用がりついでに探してみる。それはありがたい。手分けしようか。俺は右手に行く。嬢ちゃんは左を頼む。あ、ちょっと待って。その宝石、指輪とかブローチなの？ 記録では10年前までは、ブローチ。その前は首飾り。その前の前は腕輪。ここ2、30年はそんな感じらしい。Also wechselt das die Form. Faszinierend. Ja, und deswegen ist es ja auch ein Schatz. Weil da haufenweise Leute mit drin hängen. Das ist nicht cool. Ich weiß nicht, aber... Wie dem auch sei, wir werden das Ding finden. Gehe ich gerade richtig rum? Ja. Hey, nicht andersrum laufen? Na, ist ja egal. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich gerade irgendwie gedanklich den ganzen Dungeon falsch im Kopf habe. Ist aber auch egal. Ich meine, tut im Allgemeinen nicht zur Sache, von daher, ne, was soll's. Wieder eine Trompete. Ich gehe doch hier gerade irgendwie falsch rum. Also ich bin mir ja ziemlich sicher, dass ich gerade falsch rumlaufe hier. Einfach durch, einfach durch, einfach durch. Mach nur einen Schadenspunkt, egal. Durch, durch, durch. Aber ein Schadenspunkt ist natürlich extrem wenig, wirklich. Aber lustig, um den hier festzuhalten, muss ich sagen. Steht da jetzt gerade Lloyd oder steht da der Professor? Ich bin mir da gerade zu 100% nicht sicher. Einfach durch die Gegner durchbritzeln. Wir wollen hier durch, wir wollen noch Dinge erleben. Okay, eigentlich nicht. Aber nichtsdestotrotz müssen wir diese Viecher hier platt machen. Eigentlich müssen wir sie nicht platt machen. Aber sie nerven mich. Eigentlich tun sie gar nichts. Okay, um ehrlich mit euch zu sein, sie stehen halt irgendwie im Weg, also werden sie trotzdem platt gemacht. Warum ist er im Baum? Oder auch nicht. Naja, bisher sind wir ja auch die einzigen, die dagegen wirklich was tun. Wow, 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 wow. Was tun können. Wie verprügelt werden. Ich hätte definitiv schneller reagieren müssen, aber meine Herren. Das hat wehgetan. Haben wir alle? Ne, da liegt noch eins auf dem Boden rum. Die kleinen Fey-Viecher hier, aber meine Herren, das tat jetzt gerade weh. Holy crap, hat mir das eine Angst eingejagt.
これが、イスル森か。待てよ。この木、何か掘ってあるぞ。ヌイル。ここ、ダメだ。ちゃんと読めないな。触るな。ロイド。昔、戦で財を成したネルという商人がいた。彼が扱ったのは、邪妖奴隷。戦の道具として高額取引されていたらしい。 そんなの純潔の妖魔が黙っちゃいない。その奴隷商人、ろくでもない死に方をしただろうね。嬢ちゃんの予想通りなんで、司祭は省くが、変わり果てたネルが握っていたのが、その宝石、イズル森だそうだ。Say what?謎めいてるね。イズル森はその後、そこらの事情を伏せて転売された。 黙ってりゃ綺麗なエメラルドだからな。だがロイド、その幹、文字が彫られてる。ダレストレがここに眠るとかなんとか。文字だって？その宝石の光で多分解読できる。やってみようか。いや、調べるに及ばん。 Warum auch immer ihn das stört. Mysteriös. Nanka, Mesrashku, Awatetana. Anokino Muji, Jotto Shirabete Miruka. Wenigstens lässt es sich, also lässt es nicht auf sich beruhen. Musik, Dari, Jin, Kokoni, Nemura, Kasretera, Hosekini, Terasaretatokiwa, Hakiri, Mietetanoni, Hitono, Namaikana. Tja, und jetzt? Sollen wir das mal von ihm klauen, das Juwel, um da vielleicht mal drauf gucken zu können? Ich weiß ja nicht. Warum sind wir jetzt komplett auf der anderen Seite des Schlosses? Ich verstehe das nicht. Das macht keinen Sinn. Also irgendwie... Naja. Nicht, dass es schlimm ist, dass wir hier jetzt auf einmal den Dungeon andersrum wieder laufen, aber hä? Verwirrend tut es mich halt trotzdem. Deswegen sagte ich ja, wir sind auf einmal komplett andersrum hier drin. Hab ich auch. Also einen roten Wolf. Den habe ich auch. Au. Unglaublich, was die Wölfe sich hier rausnehmen. Aber funktioniert. Echt mal. どうしたもんかな。君、ただの邪妖じゃないの。人間の真の像を食らったからな。いらぬ知恵がつき、意識が目覚めた。おそらくこの心は我が食った女のものだ。 血の蜜が折ったのであろう。不意に子守唄を歌いたくなる。だが
似たようなもんだよ。昔、青市に触れて半分妖魔になった。そうであったか、純潔の妖魔でもなく、赤市の人間でもなく、獣にもなれず、邪妖にも落ちず、お互い難儀だな。そのことで一つご提案が。狼のお嬢さん、我が研究室にぜひいらしてください。 この私めが全力で保護いたします。教授本気？私の専門は妖魔研究ですよ。こんな面白さ。もとい、素晴らしい存在を見逃すわけには参りません。パトロンから絞り取った金を湯水のように注いで、あなたが快適に暮らせる場所を確保しましょう。うーん、そうは言ってもな。いや、 世話になろう。いいのか？この人かなり怪しいわ。このままここにいては、いずれ食われる。我の巣があれば、この心とも向き合えよう。叶わなければ、この男。Klingt fair。ええ、お好きに。では、早速参りましょう。こちらです。 賭けはあなたの勝ちです、アーナスさん。では。いつもならアーナスさんも我が助手にとか言うのに、なんか拍子抜けするな。 Aber ja, damit müsste ich ja eigentlich die Questreihe rund um ihn auch fertig haben. Oder zumindest das, was bisher hier war. Ist ja immer so eine Sache. Muss ja nicht mal heißen, dass alles fertig ist, aber die Questline rund um den Professor selbst müsste eigentlich jetzt damit gegessen sein. Verdammt. Warum sind hier so viele eigentlich? Holy crap. Mal wirklich. Das sind ja nur ein paar, ne? Es werden nicht weniger. Also schon, aber nur halt sehr langsam. Meine Güte. Nee. Das ist natürlich auch nicht so gut, wenn ich nicht ausweiche. Ja, das war meine. Aber ich kann sie ja mal trotzdem angreifen. Ich meine, Schaden kann es ja nicht. Jetzt versuche ich nur auf dem Rückweg. Ja, das ist auf dem Rückweg. Einfach nur schnell den Rückweg anzutreten. Damit wir uns ansehen können, was für Erfolge wir erzielt haben. Mehr oder minder. Der Punkt ist ja, ich möchte jetzt sehen, was uns gesagt wird im Schloss selber. Dafür gilt es halt jetzt, den Rücktritt anzutreten. Ja, ja, Heilung. Brauche ich nicht, aber nehmen wir trotzdem mit. Ein weiter ist es, glaube ich, noch. Und dann dürfte da die Tür sein. Hoffe ich doch zumindest mal. Eigentlich lohnt sich der Kampf ja gegen die auch schon wieder nicht. 50 Blut, ja, ne. So wirklich lohnen tut sich's nicht. Man muss schon wählerischer mit seinen Kämpfen werden heutzutage. Sag ich jetzt mal so. Aber nichtsdestotrotz, wir sind definitiv in den Gebieten, wo ich so Level 7, 8 relativ zügig erreichen dürfte. Oder zumindest 7. Wir sind jetzt Level 6. 7 wäre ganz cool. Ja, mal sehen, wie es läuft. Ja,
Aber wir haben noch so viel zu tun. So viele Quests. So viele Kapitel. Hoffe ich zumindest mal. Ich habe keine Ahnung. Es ist Kapitel 5. Der Mund ist zurückgegangen. Wenn ich danach gehe, hätten wir jetzt noch... Also mit dem hier noch eins und dann wahrscheinlich das Finale oder so. Aber... Aber da haben wir es wieder. 15.000. Das ist schon eine Menge. Ja, Legia geht ja sowieso schneller hoch. Das finde ich gut. Ach, es hat gar kein Level. Ich habe mich schon gewundert, wo was er jetzt verbessert haben soll. Aber dann kam da nichts mehr. Das war ein bisschen merkwürdig. Da dachte ich so, hä? Verstehe ich nicht. Ja, wenn es nichts zu verstehen gibt, kann ich es auch nicht verstehen, ne? SP hoch. Sehr schön. Rocky ist ein niedlicher, großer Hund. Aber er hört überhaupt nicht. Lilly ist auch wie die Sonne. Oh Gott. Das würde ich eigentlich gerne behalten, aber das auch. So. Schien ja okay zu sein, weil die nicht dazugehören, ne? Das heißt... sowieso den Trompeter kann ich ja auch so verbessern. Sollte ich sowieso grundsätzlich so machen. Fertig. Und Wolfi zumindest auch schon mal ein Stückchen. Wunderbar. Ja gut, wenn ich schon dabei bin. Spinne. Trotz allem kann ich sie ja immer noch geben. Ist ja wurscht. Interessiert ja eh keinen mehr. Ja gut, das ist... könnte neue Sachen reinpacken hier als Strengthening, aber pff. Stufe 11 theoretisch dann das Maximallevel, wenn man es erhöht. Meine Güte. So viel zu tun. Habe ich jetzt eigentlich Dingens gehabt? Nicht drauf geachtet. Aber ja. 25, 25, 25. Zack. Gemeistert. Geile Sache. Okay, beim nächsten Mal, Leute, werden wir uns das Ende der Quests angucken. Oder zumindest vom Professor, meine ich. Von ihm nicht. Und dann können wir weiter ins Schloss hinein. Also, wir sehen uns. Hallo und herzlich willkommen zum Outro von Knights of Azure. Dieses Spiel wurde mir gespendet von Snowvillier. Ich danke ganz herzlich für diese Chance, das Spiel mal auszutesten. Es erinnert sehr stark an Chaos Legion, deswegen unten in der Beschreibung habt ihr den Link zu diesem Projekt. Wenn das nächste Video schon draußen ist, dann klickt auf Next. Ansonsten kommentiert es, lasst ein Like da oder abonniert meinen Channel, um kein Update mehr zu verpassen. Vielen Dank, auf Wiedersehen.